Für mich persönlich ein sehr wichtiges Thema, eine tolle Chance auch für die Väter und sollte eigentlich noch viel stärker in Anspruch genommen werden. Finde ich gut, sowohl für Kind als auch für Mutter und natürlich besonders für Vater. Ja, ich habe einige Freunde, die aktuell gerade in Karenz sind und das sehr genießen oder aber noch die Väterkarenz vor sich haben und sich darauf freuen. Ich kenne an und für sich schon einige Väter, die für 2 Monate in Väterkarenz gehen. Ich habe Glück gehabt, mein Dienstgeber unterstützt den Väterkarenz sogar sehr aktiv und ich habe auch einige Kollegen, die sich in Väterkarenz befinden. Ich glaube, dass mein Arbeitgeber dem sehr, sehr positiv aufgeschlossen sein wird, muss aber auch dazu sagen, dass bis jetzt noch niemand bei uns im Unternehmen in Väterkarenz gegangen ist. Ja, finanzielle Einbußen hat man während jeder Karenzzeit, aber es ist durchaus machbar. Für mich, für uns persönlich derzeit mal kein Thema, die Väterkarenz. Mein Freund ist selbstständig, hat ein Unternehmen. Belastend würde ich es nicht bezeichnen. Eher bereichernd, sicherlich eine Herausforderung, aber ich freue mich drauf. Väterkarenz derzeit eher belastend im Sinne von nicht machbar. Also ich glaube, in 10 Jahren wird es normal sein, darüber zu sprechen, aber der Anteil der Männer, die es in Anspruch nehmen, man wird sehen. Normalität in 10 Jahren kann ich mir gut vorstellen. Die spannende Frage natürlich, wie lange wird denn die Väterkarenz dann Normalität sein?